Es ist etwas, was so viel Mehrwert bringt, mal neben dem körperlichen Aspekt, also nicht nur Gemeinschaft, Community, Kommunikation, über Grenzen gehen, sich selber neu entwickeln, sich selber neu pushen und dann aus dem Kurs rauszugehen und sagen, ich habe mir das zugetraut, ich habe das geschafft, ich war mutig, ich habe was Neues ausprobiert. Das finde ich ist das Beste an Hit the Beat, dass der Impact auf die Leute so wahnsinnig groß ist. Also verändert hat sich bei mir, dass ich mich viel intensiver, viel bewusster mit dem Thema Sport, Bewegung, aber auch Ernährung beschäftige, was mich natürlich auch selbst zu einem gesünderen und fitteren, leistungsfähigeren Menschen macht. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, weil ich auch einfach in den Bereich Fitness auch einen Fuß machen kann und auch in diesem Bereich natürlich mich auch beruflich weiterentwickeln kann. Du bist so flexibel mit diesem Workout, das ist einfach für mich, das hat mir ein ganz neues Lebensgefühl gegeben. Also ich habe mit der Ausbildung quasi in einen Lebenswandel investiert, ja. Also was ich gelernt habe durch Hit the Beat, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Also wenn ich total am Anfang an mich denke, also das war, ich habe gedacht, das schaffe ich nie körperlich, da hinzukommen, ja. Und ich habe wirklich andauernd diese Motivation bekommen und die Unterstützung bekommen und dann habe ich jeden Tag geübt und geübt und geübt und ja, einfach nicht aufgeben. Das hat wirklich viel gebracht, ja. Das hat mich eigentlich von der ersten Sekunde geflasht und habe gesagt, das ist, glaube ich, so das Richtige. War anfangs ein bisschen skeptisch dann, wo wir uns dann auch mehr unterhalten haben, wie lange die Ausbildung geht, dass es online ist. Und aber umso länger ich dann drinne war, umso mehr kam dann wirklich dieser Gedanke, geil, das ist eigentlich das Beste, was du hättest machen können. Was ich am besten an dem Ganzen finde, ist einfach die Community, das Team, die Leute, die Energie einfach dabei, die Leidenschaft, die jeder hat, neue Ideen, die in die Workouts wieder reingebaut werden. Also es gibt eigentlich bei den Workouts nie ein Ende, dass es irgendwann mal langweilig wird und das reizt halt einfach immer wieder dran zu bleiben und weiterzumachen und das auch weiterzugeben. Hit the Beat hat eine geile Community. Ich selber habe es jetzt nochmal ganz persönlich erfahren. Ich war in Japan, weil Hit the Beat ja weltweit ist und es ist einfach nur cool, einfach nur erst den Kontakt zu haben, dann dort anzukommen, die Leute kennenzulernen, aufgenommen zu werden, wie in der Familie. Meine Mission ist es auch, viel mehr Männer in die Kurse zu bringen, weil einfach der Ausschuss selber festgestellt habe, in der Hospitation oder wenn ich mir Trainer, TrainerInnen als Beispiel genommen habe, dass es einfach völlig überholt ist. Also selbst ein Bauch bei einem Po-Kurs kann dich killen, auch als Mann. Da ist man nicht vorgefeit und das kann ich nur empfehlen. Und gerade Hit the Beat ist ja sehr strukturiert und das ist weder männlich noch feminin. Das ist einfach cool und das kann jeder umsetzen. Kraft, Ausdauer wird sehr gut gefördert und da kam einfach alles zusammen, was ich über die Jahre auch privat so trainiert habe. 7, 8.